Hallo, hier ist wieder Markus von Twicket und heute präsentiere ich euch erst einmal den Ausblick über die schöne Stadt Siegen. Bis hierhin noch relativ unspektakulär. Ich möchte euch aber jetzt nochmal kurz das neueste Baby in der Twicket-Familie zeigen, und zwar den Augmented Reality Browser. Ein kleiner Prototyp hier auf meinem Smartphone. Das Telefon nimmt, wie ihr seht, über die Handykamera genau das Gesehene nochmal auf. Wir sehen aber in dem Bild einige dieser Twicket Marker. Wenn ich mich hier drehe, kommen auch wieder neue ins Bild. Da oben geradeaus, nämlich da hinten, befindet sich das obere Schloss von Siegen und die Nikolaikirche. Und genau das, ist ein bisschen unscharf, ihr müsst mir glauben, wird unten angezeigt. Das heißt, ich gehe hier über das Gesehene, die Marker wandern mit. Dieses Gebäude da ist das Marienkrankenhaus in Siegen. Ich kann auch hier auf diesen Marker draufklicken und sehe dann den Twick zur Erklärung. Da ist es nicht das Marienkrankenhaus, es ist der Wellersberg im Hintergrund. Was haben wir hier? Hier haben wir das Marienkrankenhaus. Das heißt, das, was ich in der Realität sehe, sehe ich hier nochmal angereichert mit den Informationen aus Twicket. Anderes Beispiel hier oben. Wahrscheinlich kriegt die Kamera es wieder mal nicht hin. Da ist so eine Sendeantenne. Und auch da habe ich ein sehr schönes Beispiel. Sehen wir den Twick genau da drüber. Und beim Draufgehen sehen wir hier die Erklärung der Sendeanlage. Okay, schauen wir nochmal hier. Das Krankenhaus, hier der Wellersberg etc. So, ihr seht, das ist ein kleiner Prototyp, was alles kommen kann, und wir werden in diese Richtung auf jeden Fall weiterdenken. Bis dann. Ein kleiner Beitrag zu dem eben Gesehenen, noch die Kartenfunktion. Das heißt, wir können uns hier in einer Google Maps Karte anzeigen, und wir können uns, wenn man nicht so Wurstfinger hat, wie ich das habe, kann man sich hier nochmal durchklicken zu den einzelnen gezeigten Standorten und sieht hier unten in dem Bereich die Twicket-Erklärung dazu. Es gibt auch noch eine Listenansicht. So, wir sehen hier die Twicks, die sich in der Nähe befinden, durch die man halt auch durchscrollen kann. Wenn man möchte, kann man die natürlich auch auf Twicket öffnen.